Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute, weil es sich gewünscht worden ist, zeige ich euch mal ein kleines Tutorial, wenn man das so nennen kann, wie man einen Windows 10 oder Windows 11 USB-Stick erstellt, damit ihr einfach Windows installieren könnt, zum Beispiel bei PCs von Dubaro, weil die ja meistens kein Windows mitliefern. Es gibt zwei verschiedene Seiten. Es gibt einmal für Windows 10, die Links, die packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Braucht ihr nur draufklicken, dann landet ihr genau auf dieser Seite. Und dann gibt es einmal hier dieses Tool jetzt herunterladen. Das ist direkt von Microsoft, das ist das sogenannte Media Creation Tool. Damit macht ihr dann den USB-Stick fertig. Das gleiche gibt es auch für Windows 11, das werden wir jetzt auch direkt mal machen. Ihr ladet jetzt bitte nicht den Installationsassistenten für Windows 11 runter, sondern hier Erstellen von Installationsmedien für Windows 11. Das ist dieses sogenannte Media Creation Tool. Da geht ihr jetzt einfach auf Jetzt herunterladen. Hier oben ist es jetzt drin. Bei mir steht da jetzt eine 2 dran, weil ich da schon mal drauf geklickt habe. Dann führt ihr diese Datei einfach aus. Ihr seht ja hier, Vorbereitung läuft. Jetzt müsst ihr hier die Lizenzbedingungen noch akzeptieren. Und wenn jetzt dieser Punkt kommt, Sprache und Edition auswählen, nehmt ihr euch schon mal einen USB-Stick und klemmt den dann bei eurem Laptop oder alten PC oder was auch immer ihr da habt an. Ganz wichtig, der USB-Stick muss Minimum 8 GB Speicherkapazität haben und sollte leer sein, weil der wird komplett formatiert. Alle Daten, die da drauf sind, werden dann gelöscht. Dann könnt ihr hier noch die Sprache einstellen, die belassen wir auf Deutsch. Dann könnt ihr noch die Edition auswählen, da gibt es nur Windows 11. Der erkennt dann anhand eures Keys, den ihr dann später eintippt, welche Version das wirklich ist. Dann könnt ihr hier noch das zu verwendende Medium auswählen. Ihr könnt jetzt eine ISO-Datei erstellen, das macht aber keinen Sinn für euch, sondern ihr nehmt einen USB-Speicherstick. Es sind mindestens 8 GB erforderlich. Ich nehme dann jetzt hier auch meinen USB-Stick, in dem Fall heißt der J. Passt bitte auf, was ihr da nehmt, wenn ihr so eine externe Festplatte, wie ich zum Beispiel, da dran habt. Nicht, dass ihr die dann irgendwie überschreibt. Nehmt wirklich den USB-Stick. Dann läuft jetzt hier auch schon die Vorbereitung. Und da wird Windows 11 jetzt auch schon heruntergeladen. Status 3%, 6%, ihr seht, das geht relativ schnell. Und jetzt steht hier, der USB-Speicherstick ist bereit auf J. Jetzt wisst ihr soweit Bescheid, der USB-Stick ist jetzt fertig. Jetzt zeige ich euch noch, wie man das Ganze installiert. Ganz wichtig, es kommt immer aufs Mainboard an, worüber ihr in dieses Boot-Menü kommt. Wenn ihr das erste Mal einen PC startet, wo kein Windows drauf ist, müsst ihr ganz am Anfang eine Taste drücken, sofern ihr den Stick nicht von selbst erkennt. Bei MSI wäre das F11, bei Asus ist es F8 und bei Gigabyte wird hier im Forum geschrieben, dass es immer F12 ist. Da sind oben die Funktionstasten auf eurer Tastatur. Einfach beim Starten direkt, ihr macht den Rechner an, dann zimmert ihr die entsprechende Taste. Ist auch nicht schlimm, wenn ihr aus Versehen eine andere berührt, überhaupt kein Thema. Probiert ihr einfach aus, die Tasten, die ich euch eben gesagt habe, F8, F11, F12. Dann kommt ihr in ein Bootmenü und dann könnt ihr ganz normal den USB-Stick auswählen. Ich zeige euch das Ganze jetzt in einer virtuellen Maschine. Hier vorne müsst ihr nichts mehr ändern auf dem ersten Bildschirm. Dann klickt ihr einfach auf Jetzt installieren. Jetzt könntet ihr hier schon einen Key eintragen. Das müsst ihr jetzt noch nicht, es wäre aber gut, wenn ihr dann schon einen hättet. Ihr könnt es später auch in Windows machen, ich zeige euch das gleich auch noch. Wo ihr euch den besorgt, ist total egal. Ihr könnt das bei meinem Partner machen, da gibt es die besonders günstig. Ansonsten schaut, wo es die gerade günstig gibt, bei Geizhals oder so, dann besorgt euch von da einen Key. Natürlich würdet ihr mich unterstützen, wenn ihr über meinen Partner einen Key kauft. Wir sagen jetzt hier einfach mal, ich habe keinen Produktkey. Anhand des Keys würde er jetzt natürlich erkennen, welche Variante ihr da habt. Hier könnt ihr jetzt aber auswählen, sagen wir mal, ihr habt einen Key für Windows 11 Pro gekauft. Dann sagt ihr einfach Windows 11 Pro und dann geht ihr auf Weiter. Dann müsst ihr hier noch die Lizenzbedingungen akzeptieren. Wir machen hier Benutzer definiert. Dann habt ihr hier eure Festplatte, also die SSD. In meinem Fall hat die jetzt nur 80 GB, ist halt nur eine virtuelle Maschine. Und dann wird auch schon munter installiert. Jetzt startet sich der Rechner von selber neu. Ihr seht hier auch schon, Vorbereitung läuft. Und jetzt seid ihr schon im richtigen Installationsmenü. Jetzt müsst ihr hier noch das Land auswählen, das Tastaturlayout, was in dem Fall natürlich auch Deutsch ist. Ihr könntet jetzt noch ein weiteres Tastaturlayout hinzufügen, zum Beispiel ein US-amerikanisches oder so, aber ich belasse es jetzt einfach bei dem Deutschen. Jetzt prüft er automatisch auf Updates. Jetzt könnt ihr eurem PC einen Namen geben. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Nash, das ist ja mein Kürzel. Dann haben wir hier noch zwei Optionen. Wir können das jetzt für die persönliche Verwendung einrichten oder eben für die Arbeit oder Uni und Schule. Die persönliche Verwendung reicht aber dicke. Mittlerweile ist es leider so, dass ihr bei Windows 11 auf jeden Fall ein Microsoft-Konto braucht. Das solltet ihr euch vielleicht vorher erstellen, könnt ihr aber auch hier ganz normal in diesem System tun. Hier seht ihr auch schon, früher konnte man das noch überspringen. Mittlerweile zwingen sie einen dazu, dass man so ein Konto hat. Aber das ist ja überall das Gleiche. Das ist bei Steam so, bei Ubisoft und so weiter. Das ist überhaupt kein Thema. Wir erstellen jetzt einfach mal eins für diese Installation. Ihr könnt euch jetzt hier einfach ein Konto erstellen mit eurer E-Mail-Adresse. Und jetzt kommen mehrere Fragen, die ich persönlich eigentlich immer mit Nein beantworte, weil Microsoft muss nicht alles wissen. Genauso wie hier bei den Diagnosedaten an Microsoft senden, da nur die erforderlichen nehmen. Das hier, das könnt ihr auch einfach nur überspringen, das bringt euch keine Vorteile. Und jetzt geht's auch schon los. Hier steht jetzt, dass der Vorgang einige Minuten dauern kann, aber das geht meistens innerhalb von einer Minute und dann seid ihr auch schon in Windows 11 drin.
Natürlich muss es jetzt bei mir wieder länger als eine Minute dauern. Und jetzt seid ihr auch schon in Windows 11. Das startet sich hier automatisch mit diesem Menü. Nicht wundern, hier ist jetzt kein Grafiktreiber oder so installiert, das macht ihr dann alles noch von alleine. Aber das ist jetzt einfach Windows 11. Jetzt habt ihr es einfach installiert. Habt damit Kosten von, sag ich mal, bis zu 40 Euro gespart, weil Dubaro nimmt, glaube ich, auch 35 oder 40 Euro fürs Vorinstallieren. Protus zum Beispiel, der macht das immer bei den Geräten mit dabei. Also wenn ihr dann einen PC kriegt, sieht das genau dann so aus. Kann auch gut sein, dass er dann seinen Bildschirmhintergrund da irgendwie noch reinfummelt. Das habe ich jetzt schon öfters gesehen. Aber ja, das ist jetzt Windows 11. Und wenn ihr jetzt das Ganze noch aktivieren wollt, weil ihr eben keinen Schlüssel hattet, dann geht ihr hier unten einfach auf dieses Windows-Symbol, tippt dann einfach Aktivierung ein und dann habt ihr hier schon Aktivierungseinstellungen. Und ihr seht, hier hat Windows schon gemeldet, dass auf diesem Gerät kein Produktkey gefunden worden ist. Ihr könnt jetzt hier einfach Produktkey ändern und dann tippt ihr da einfach den Key ein, den ihr irgendwo gekauft habt. Und dann habt ihr ein aktiviertes Windows. Ich habe es jetzt hier sein gelassen, ist nur eine virtuelle Maschine. Aber dann wisst ihr, wie das Ganze funktioniert. Ist echt kein Hexenwerk. Bestellt euch irgendwo einen USB-Stick mit mindestens 8 GB bei Amazon, kriegt ihr die für 2-3 Euro hinterhergeworfen. Und ihr seht, das ist alles relativ easy und ihr habt damit eine Menge Geld gespart. Was ihr jetzt auf jeden Fall noch machen solltet, ist, den Grafiktreiber zu installieren. Bei AMD natürlich den Treiber für die AMD-Karten oder bei Nvidia den Treiber für die Nvidia-Karten. Ein Bild bekommt ihr immer, das ist überhaupt kein Thema. Aber wenn ihr keine Leistungseinbußen haben wollt in Spielen, braucht ihr auf jeden Fall den Treiber. Ich schicke euch dazu noch ein paar Links unten in die Videobeschreibung rein. Da könnt ihr dann draufklicken, eure Grafikkarte auswählen und dann einfach da den Treiber runterladen. Das wär's dann auch schon wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, falls es euch gefallen hat. Kommt auf unseren Discord, falls ihr noch Fragen habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.